Moin Moin, Sven hier am Start. Richtig, wir sind wieder eine Runde Geocachen. Mit am Start Svennis Frau. Fetti konnte nicht abwarten, die steht schon wieder draußen rum. Ja. Geht wieder Dosen suchen. Voll cool, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und bleibt eifrig und weiter so schön dabei. Und dann sehen wir uns gleich am ersten Cache wieder. Ciao. Ich hab ihn. Voll gut. Der erste für heute. Ja, zurückgemeldet nach dem Fund des ersten Caches. Voll gut. Ja, war ich schneller als Fetti und Svennis Frau. Voll gut. Ja, wir begeben uns jetzt auch direkt zum zweiten Cache. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Haut da rein. Tschüss. Ist der süß! Jetzt wissen wir aber auch, warum der kleine Böse. Ja, Cache Nummer 2 ist gefunden. Von Fetti. Ich finde die Kulisse hier eigentlich übelst geil. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Fotos schießen. Ja, cool. Jetzt heißt es eintragen, loggen. Und weiter geht's zum Cache Nummer 3. Also sehen wir uns dann gleich wieder. In dem Sinne, bleibt dran, viel Spaß und bis gleich. Da oben hängt Quark im Baum. Der Kletteraffe meldet sich zurück vom Baum. Ja, ultra toll. Ich mag das. Wenn ihr euch mal, wenn ihr euch mal jetzt mit umschaut, hier Aussicht, ist echt toll. Ich mag sowas. Höhen sind so voll mein Element. Fetti wollte zwar auch gerade krabbeln und klettern, aber wenn sie einen Segelmann von hier oben runter macht, schon ziemlich scheiße. Wenn ich einen Segelmann von hier oben runter mache, bin ich selbst dran schuld, weil kenn deine Grenzen und so, mach nichts, was dich selber in Gefahr bringt und so ein Schmarrn, das sage ich euch ja auch jedes Mal. Wenn ich hier runterfalle, Pech gehabt, scheiße. Aber egal, ich pass auf mich auf. Und ja. Somit war es das denn jetzt auch von Cache 3. Wir begeben uns jetzt zum vierten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier vom Baum runterkomme. Also, tschüss. Das ist, wie soll denn das gehen? Drehst es etwas immer wieder zurück. Hallöchen, einmal zurückgemeldet. Cache 4 ist erledigt. Wir versuchen ihn jetzt gerade wieder in seinen Urzustand zurückzubauen, was sich als nicht wirklich leichte Aufgabe herausstellt. Kontermutter, anderer Sechskant außen als Schraubgewinde. Und die Mutter muss da wieder drauf, aber zum allen Überfluss muss das Ganze auch noch durch einen Stock gefädelt werden. Ich wünsche uns viel Spaß dabei. Ja, bleibt weiter dran, wenn ihr wissen wollt, wie das ausgegangen ist. Viel Spaß dabei im weiteren Videoverlauf. Also, peace. Bis später. Hast du mal das zu drehen? Svenny ist der Held des Tages. Er hat's geschafft. Cash wiederhergestellt. Wir können weiterziehen. Saubere Sache, war geil. Commander Svenny hat's hinbekommen. Cache Nummer 4 ist wieder in Urzustand zurückgesetzt. Wir begeben uns jetzt zum fünften Cache. Und dann melden wir uns gleich wieder zurück, wenn wir am Cache angelangt sind. Also bis dahin, bleibt neugierig, bleibt dabei. Und dann bis gleich. Ciao. Ich hab auch gesagt, da.
Also nach hungrig sieht mir das nicht aus. Da ist ein Auto drauf. Guckt euch das an. Der Formel 1 Karren. Aber auch geil gemacht. Aber mit Hunger hat das nicht wirklich was zu tun. Die steht noch nicht was zu essen rum. Scheiße. Hallihallo, Hallöle. Ja. Wir melden uns zurück. Gefunden. Gestempelt. Gelockt. Alles soweit erledigt. Und jetzt geht's dann auch leider Gottes schon zurück zum Auto, weil es fängt schon wieder an dunkel zu werden. Winterzeit ist man echt nicht so schön. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir als Dreier-Team hatten definitiv unseren Spaß. Auch das Rätsel mit der Flasche und der Mutter und der Schraube hat mega Spaß gemacht. Ja, ultra gut. In diesem Sinne, mit diesem Bild verabschiede ich mich jetzt auch schon. Und dann danke ich euch fürs Dranbleiben. Lasst mal ein Like da. Schaut auf den Channel von meiner Frau vorbei, Svennys Frau. Und auf den Channel vom guten Kollegen von mir, Rock'n'Roll. Habt ihr oben alles per Button auf meinen Channel verlinkt. Viel Spaß dabei. In dem Sinne, Peace, euer Svenny. Und bis dann. Ciao.